Hey Leute und willkommen bei mir und Nix Gaming. Heute zeige ich euch einen neuen Glitch, wie ihr vollkommen overpowerte Waffen und Schilde mit Patch 1.6.0 in Celebrate for the Wild bekommen könnt. Gefällt euch mein Content, dann unterstützt mich mit einem Like, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Bevor es aber losgeht, hier eine wichtige Warnung. Bei diesem Glitch verändert ihr die kompletten Spieldaten eurer Items und eures Inventars. Wenn ihr den Glitch nicht 1:1, wie im Video beschrieben, ausführt, können all eure Speicherstände auf eurem Profil, auch die im Master-Modus, komplett zerstört werden bzw. unspielbar werden. Passt also genau auf und überlegt euch vorher, ob ihr euch das zutraut. Falls ihr mal doch einen Fehler machen solltet, dann beendet das Spiel vollständig über das Home-Menü und startet es erneut. Einfach einen anderen Spielstand im Spiel zu laden, zerstört diesen ebenfalls, also seid gewarnt. So, genug der Warnung, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr extrem starke Waffen und zum Beispiel 10-Schuss-Bogen erstellen könnt und wie ihr diese dann sogar in euren bisherigen Spielstand übertragen könnt. Starten wir gleich durch. Wenn ihr euren Hauptspielstand im normalen Modus habt, dann startet im Master-Modus einen neuen Spielstand. Falls euer Hauptspielstand im Master-Modus ist, dann startet ein neues Spiel im normalen Modus. Falls ihr in beiden Modis einen Spielstand habt, dann müsst ihr einen von beiden überschreiben. Alternativ erstellt ein neues Profil und startet dort einfach ein neues Spiel. Ihr könnt aber keine Waffen zwischen verschiedenen Profilen transferieren. Das geht nur im selben Profil und zwischen dem normalen und Master-Modus. Ich entscheide mich hier für den Master-Modus, den ich neu starten und überschreiben werde, da ich mein Hauptprofil im normalen Modus habe. Also, dann startet ihr nun ein neues Spiel. Hier gibt es nun für euch vier wichtige Regeln, die ihr unbedingt befolgen müsst. Nummer 1. Ihr dürft sterben, das ist kein Problem. Nummer 2. Ihr dürft keine einzige Rüstung aufnehmen. Nummer 3. Ihr dürft keinen einzigen Pfeil aufnehmen. Nummer 4. Ihr dürft keinen einzigen Grog-Samen sammeln. Mit diesen Regeln spielt nun das Tutorial auf dem vergessenen Plateau durch, bis ihr den Parasegel bekommt und sammelt währenddessen viele verschiedene Materialien ein. Die braucht ihr später noch. Habt ihr das geschafft und mit König Roam auf dem Dach gesprochen, dann tauscht eure 4 Zeichen der Bewährung gegen ein Herz oder einen Ausdauercontainer ein und schaut nochmals in eurem Inventar, dass ihr weiterhin keinen einzigen Pfeil aufgesammelt, keine Rüstung und auch keinen einzigen Grog-Samen eingesammelt habt. Verlasst nun das vergessene Plateau und geht nach Hateno. Hier nehmt ihr euch am besten eines der Pferde unterhalb des vergessenen Plateaus und reitet nach Hateno. In Hateno angekommen, aktiviert dort den Miyamagana-Schrein. Ist das erledigt, speichert dort nun einmal manuell ab. So, jetzt kommt eine größere Aufgabe auf euch zu. Sammelt nun mindestens 62 verschiedene Materialien. Am besten keine Echsen, Frösche, Käfer oder Schmetterlinge, das könnte den kompletten Glitch versauen. Ihr braucht mindestens 62 unterschiedliche Materialien, von jedem Material mindestens 2 Stück. Zusätzlich zu den 62 Materialien braucht ihr noch über 60 Äpfel. Davon findet ihr aber schon auf dem vergessenen Plateau und in Hateno sehr viele. Schaut für die Materialien gerne mal in meine Rüstungsvideos. Da erkläre ich euch, wo ihr die Materialien für die Rüstungsupgrades bekommt. Übrigens könnt ihr euch die 62 benötigten Materialien auch ganz einfach über eure Amiibos oder Amiibo-Karten besorgen. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung, dort habe ich euch günstige Amiibo-Karten verlinkt. Habt ihr mindestens 62 Materialien mit je 2 Stück und über 60 Äpfel? Dann geht nun in Hateno zur Kochstelle und kocht euch dort 59 Mal Kochobst. Also einen Apfel in die Hand nehmen und diesen kochen und das Ganze wiederholen, bis ihr 59 habt. So, jetzt müsst ihr euch noch ein spezielles Gericht kochen, das besondere Effekte auf eure Waffe überträgt. Schaut hierzu mal in die Videobeschreibung. Ich habe euch hier mal eine Tabelle verlinkt, in der ihr bereits super Gerichte für unglaublich starke Effekte finden könnt. Schaut da gerne mal rein und probiert rum. Passt aber auf, da einige Gerichte nur für Schwerter, andere für Bogen und wieder andere nur für Schilde geeignet sind.
Ich habe in meinem Video leider ein ziemlich mieses Rezept gewählt. Ich würde euch für den Anfang empfehlen, 4-mal Luxuswild und 1-mal Schwertgras zu kochen. Mit diesem Gericht verschießt euer modifizierter Bogen dann 8 Pfeile gleichzeitig und es erhöht sich zusätzlich die Haltbarkeit. Für die wirklich richtig starken Gerichte braucht ihr unbedingt Materialien von den Drachen. Da ihr keine Pfeile besitzen dürft, wird das etwas komplizierter. Ihr könnt die Drachen aber auch mit einem Speer bewerfen. So erhaltet ihr ebenfalls das Material des Drachen. Versucht es aber am besten erstmal mit dem oben genannten Rezept und schaut dann gerne in die Tabelle in der Videobeschreibung und versucht es dann mit anderen Gerichten. Habt ihr euer spezielles Gericht gekocht? Achtet darauf, dass es sich auf der dritten Seite an der letzten Stelle befindet. Ist das ebenfalls erledigt, dann braucht ihr jetzt noch 2 Einhandwaffen und einen Schild. Zum Schluss benötigt ihr jetzt nur noch eine Waffe, die ihr verändern wollt. Ich nehme hierzu nun den Ritterbogen. Geht aber gerne ins Schloss Hyrule und holt euch dort eine Garde- oder Königswaffe. Ist das auch erledigt, kann es eigentlich auch schon mit dem Glitch losgehen. Ich empfehle euch aber davor, nochmals euer Material durchzuschauen und zu sortieren, dass ihr mindestens 62 Materialien mit mindestens 2 Stück habt. Falls sich dazwischen etwas mit nur einem Stück versteckt, schmeißt es am besten aus eurem Inventar oder verkauft es, dann passieren euch keine Fehler. Zum Schluss braucht ihr abgesehen von den 62 Materialien mit mindestens 2 Stück auch noch ein Material, das ihr nur ein einziges Mal im Inventar habt. Ich nehme hier den Maxi-Durian. Der ist besonders wichtig, damit der Glitch auch am Ende funktioniert. Also schaut nochmal euer Inventar ganz genau durch. Ihr habt 2 Einhandwaffen, eine Waffe, Bogen oder ein Schild, das ihr modifizieren wollt, einen Schild, keine Pfeile, also auch keine Pfeilfelder, die angezeigt werden, keine Rüstungen, das Rüstungsmenü wird direkt beim Durchblättern übersprungen, mindestens 62 Materialien mit je 2 Stück, am besten dazwischen kein Material mit nur einem Stück, ein Material mit nur einem Stück, im Idealfall ganz am Anfang oder am Ende der Liste, 60 gekochte Gerichte, 59 davon sind Kochobst und das letzte ist euer spezielles Gericht und bei den wichtigen Items nur den Shika-Stein und den Parasegel, sonst nichts. Habt ihr euer Inventar überprüft und ist es genauso wie eben beschrieben, dann speichert nun einmal manuell ab. Dieser Speicherstand ist wichtig, falls ihr einen Fehler macht, könnt ihr es so erneut versuchen. Starten wir nun mit dem Errorless Offset Glitch. Habt ihr euer Spiel manuell gespeichert, dann rüstet jetzt euer Schwert aus, euer Schild aus und zusätzlich noch euer Bombenmodul, das Würfelbombenmodul aus. Jetzt geht ihr in den Shop in Hateno und hier beginnt der ganze Glitch. So, ihr stellt euch irgendwo, wo es etwas freier ist, hin, drückt L und legt die Bombe mit A auf den Boden. Jetzt zieht ihr mit Y eure Waffe und jetzt drückt ihr A und gleichzeitig euer Steuerkreuz nach links. Das sieht dann so aus. Und genau jetzt, wenn Link, ich halte jetzt gerade mein Steuerkreuz links gedrückt, wenn Link gerade jetzt seine Waffe wegstecken möchte, dann rüstet ihr das Schild ab und lasst los. Wenn alles geklappt hat, dann sieht das Ganze nun so aus. Link hält die Bombe und oben zusätzlich hat er auch noch in der Hand quasi das Schwert. Jetzt drückt ihr einmal R und werft es damit weg. Und jetzt haltet ihr wieder euer Steuerkreuz links und rüstet wieder euer Schild aus. So, nun haltet ihr ZL gedrückt, also euer Schild vor euch. Jetzt geht ihr in euer Inventar mit Plus und ihr nehmt nun euer Material, was ihr nur einmal habt. Bei mir ist es ja wie gesagt das Maxi-Durian. Nehmt ihr in die Hand. Plus noch 4 weitere Materialien, die ihr mindestens 2-mal habt. Ihr schließt mit Plus euer Inventar wieder. Ihr haltet weiterhin ZL gedrückt, ganz wichtig. Jetzt haltet ihr euer Steuerkreuz nach rechts gedrückt und wechselt zu einer anderen Waffe. Und lasst los. So, wenn alles geklappt hat, dann sieht das nun wie folgt aus. Ich habe hier alle Materialien in der Hand, mein Schild, plus
meine Waffe. So, nun springt ihr mit X, lasst ZL in der Luft los und haltet sofort wieder euer Steuerkreuz nach links. Also, springt so und in der Luft haltet ihr es. Ich habe es ZL auch schon losgelassen. Was ihr jetzt macht, ihr lasst euer Steuerkreuz links los und drückt es sofort wieder, also bis Link auf dem Boden ist. Und nun müsst ihr weitermachen, bis Link, hier sieht man es jetzt, sein Schild auf den Rücken wieder stecken möchte. Und jetzt rüstet ihr das Schild ab. Wenn alles geklappt hat, dann sieht das wie folgt aus. Link hält seine Waffe in der Hand plus alle Materialien. Wenn das alles geklappt hat, geht ihr nun zum Verkäufer. Optional haltet ihr wieder ZL gedrückt, damit ihr ihn anvisiert. Dann geht es ein bisschen einfacher. Und jetzt müsst ihr euer Steuerkreuz nach unten drücken, also pfeifen und sofort A drücken. Ihr habt da wirklich nur einen Frame Zeit. Also, das war zum Beispiel falsch. Wenn das passiert, dann habt ihr es nicht schnell genug gemacht. Ihr sammelt die ganzen Materialien wieder ein. Ihr zieht eure Waffe. Wechselt wieder zur anderen Waffe, zu eurem Schild. Nehmt wieder die Bombe auf. Und macht das Ganze nochmal. Dieses Mal mache ich es etwas schneller, aber ich erkläre es euch trotzdem. Also, Bombe hinlegen. Dann mit A eure Waffe wegstecken und gleichzeitig euer Schild mit dem linken Steuerkreuz auswählen und entfernen. Die Waffe hängt oben an der Bombe. Also, Bombe mit R wegwerfen. Jetzt euer Schild wieder auswählen. Nun ZL gedrückt halten. In euer Menü gehen und 4 Materialien nehmen, die ihr mehrmals habt. Also mindestens 2-mal. Plus euer Material, das ihr nur einmal habt. Damit habt ihr 5 Sachen in der Hand. Mit Plus wieder euer Inventar schließen. Rechtes Steuerkreuz gedrückt halten und die Waffe wechseln. Ihr habt alles ganz vorne. Springen und Steuerkreuz wieder links gedrückt halten und ZL könnt ihr auch loslassen und jetzt wieder bis links sein Schild wegstecken möchte und dann das Schild ablegen. So, Link hat alles wieder in der Hand und wir gehen wieder zum Verkäufer. Ich halte wieder ZL gedrückt, damit ich ihn anvisiere. Ganz schnell Steuerkreuz nach unten und A. Jetzt gehen wir auf Verkaufen. So, jetzt ganz wichtig. Wenn es funktioniert hat, dann würde jetzt euer Material, das ihr nur einmal habt, würde hier ausgegraut angezeigt werden. Bei mir ist es nicht der Fall, es ist weg. Somit hat das Ganze nicht funktioniert. Ihr dürft jetzt nichts machen, ihr drückt jetzt einfach nur B und nochmal B. Und die Sachen fallen auf den Boden und ihr sammelt sie wieder auf und ihr wiederholt das Ganze. Hat es funktioniert, dann sieht es wie folgt aus. Den Maxi-Durian, den ich nur einmal habe, der steht jetzt hier mit 0 dran. Jetzt könnt ihr hergehen und die 4 anderen Items, die ihr in der Hand gehalten habt, verkaufen. Und zwar alles. Also wenn ihr nur 1 habt, dann 1. Wenn ihr mehr als 1 habt, dann alles verkaufen. So, damit habt ihr nun 4 Offsets generiert. 1, 2, 3, 4. Das Ganze wiederholt ihr nun, bis ihr 62 habt. Ich für meinen Teil habe hier extra nur 62 Materialien plus den Maxi-Durian, den ich nur einmal habe, als Kontroll-Item. Da kann mir nichts passieren. Ansonsten müsst ihr aber quasi mitrechnen, falls ihr mehr Items habt. Also, ihr habt die 4 Sachen verkauft. Ihr geht wieder mit B raus. Und B raus. So. Jetzt liegen die ganzen Items auf dem Boden. Ihr könnt theoretisch alles aufnehmen, aber ich nehme immer nur den Maxi-Durian, den ich nur einmal brauche, wieder als Kontrolle. Alles andere lasse ich liegen. Ich hole mir wieder meine Bombe und lege sie weg. Ich rüste wieder mein Schwert und mein Schild aus und das Ganze wiederholt sich wieder von vorne. So, der Maxi-Durian wird wieder mit 0 angezeigt. Perfekt. Somit kann ich weiterverkaufen.
und zwar die nächsten 4 Items komplett verkaufen. Zum Schluss wieder den Maxi-Durian aufnehmen und das Ganze wieder wiederholen. Jo, und das wiederholt ihr jetzt so lange, bis ihr genau 62 Items so verkauft habt. Habt ihr die 62 Offset-Slots gemacht, dann geht es jetzt weiter mit dem entspannteren Part. Zuerst werft ihr nun all euer restliches Material aus eurem Inventar. Zusätzlich werft ihr nun alles aus eurem Inventar, das zwischen eurem ersten Gericht und eurer Waffe, die ihr modifizieren wollt, raus. Bei mir ist es der Ritterbogen, also schmeiß ich mein Schild noch raus. Falls Link noch irgendetwas ausgerüstet hat, dann rüstet es ab, damit Link kein Schild, kein Schwert und auch keinen Bogen trägt. Achtet nun nochmals genau darauf, dass euer spezielles Gericht für die Modifikation auf der dritten Seite an letzter Stelle steht, also auf Platz 60. Nun braucht ihr einen automatischen Speicherstand. Geht am besten zum Yamagana-Schrein, da klappt das eigentlich immer. Ihr seht es unten links auf eurem Bildschirm, da steht dann Speichervorgang. Nun ladet den eben erstellten automatischen Speicherstand. Und das war's auch schon fast. Nun ist eure Waffe modifiziert. Aber Vorsicht, ihr habt aktuell noch immer 62 Offset-Slots. Damit ihr diese loswerdet und das Spiel wieder vollkommen normal ist, lauft ein bisschen durch Hateno und generiert einen neuen automatischen Speicherstand. Wurde ein neuer automatischer Speicherstand erstellt, schließt das Spiel komplett über das Home-Menü und startet euer Spiel erneut. Ladet anschließend den eben erstellten automatischen Spielstand erneut. So, nun habt ihr wieder einen komplett normalen Spielstand mit eurer modifizierten Waffe. Ihr könnt diese Waffe nun aber auch noch in euren manuell erstellten Spielstand mit den 62 gesammelten Materialien oder sogar in euren Hauptspielstand im Master-Modus oder im normalen Modus übertragen. Wie ihr das macht, erkläre ich euch jetzt. Zuerst esst all eure 60 gekochten Gerichte. Nun sammelt wieder Materialien. Ihr braucht 3 Materialien mit mindestens 2 Stück. Und ein Material wieder mit einem Stück. Wiederholt nun den Offset-Glitch nochmals mit 3 Materialien und eurem Überprüfungsmaterial, damit ihr 3 Offset-Slots erstellt. Hat das geklappt? Dann werft nun, falls vorhanden, noch euer restliches Material aus eurem Inventar sowie alle Waffen und Schilde, die zwischen eurem Shika-Stein und eurer modifizierten Waffe sind. Jetzt ladet entweder euren manuell erstellten Spielstand mit den 62 Materialien oder geht zurück zum Titelbildschirm des Spiels, geht zu eurem Hauptspielstand, wechselt zum Master-Modus oder zum normalen Modus und ladet dort euren manuellen Spielstand. Es ist aber wichtig, dass ihr Platz für die modifizierte Waffe in eurem Spielstand habt. Ist die neue modifizierte Waffe in eurem Inventar? Dann checkt nochmals euer Inventar, ob nicht irgendetwas komisch ausschaut, doppelt angezeigt wird oder verschwunden ist. Falls alles passt, dann speichert noch einmal manuell ab und beendet das Spiel über das Home-Menü und startet es erneut. Jetzt habt ihr in eurem gewünschten Spielstand eure modifizierte Waffe und der Spielstand ist auch wieder vollkommen normal. Das ist aber erst der Anfang. Mit eurem neuen Spielstand könnt ihr den Glitch nun für eine andere Waffe wiederholen oder irgendein anderes gekochtes Gericht aus der Tabelle in der Videobeschreibung ausprobieren. Hier erstmal vielen Dank an Dinosking, der mich auf den Glitch aufmerksam gemacht hat und vielen Dank an Linko7 und vor allem Elduen05, der ordentlich Arbeit in die Optimierung dieses neuen Glitches gesteckt hat. Mit dem Glitch gibt es viele weitere Möglichkeiten und die zeige ich euch natürlich auch noch. Es ist nur etwas aufwendig, sich durch diesen doch etwas komplizierteren Glitch durchzuarbeiten und dann noch ein verständliches Video dazu zu erstellen. Aber das bekomme ich schon hin, könnte nur ein bisschen dauern. Falls ihr übrigens die Mechanik und die Theorie hinter dem ganzen Glitch verstehen wollt, dann gebt mir da unbedingt in den Kommentaren Bescheid, dann bringe ich dazu auch noch ein Video. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, lasst eine Like da, werdet Mitglied, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst.
Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!